Anpfiff und los geht's. Und jetzt sehen wir hier die Aufstellung des FC Porto. Das ist die Aufstellung von Atletico Madrid. Im Tor steht Jan Oblak. Stefan Savic spielt neben Mario Hermoso in der Verteidigung. Marcos Llorente steht zusammen mit Koke im Mittelfeld. Und aber jetzt erstmal Augen auf. Wichtiges Tor, er macht die frühe Führung. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Morata. Mehdi Taremi lässt sich da weit zurückfallen, ganz energisch jetzt. Galeno. Die Fans wollen den Abschluss. Und er hat den Ball. Früh wird er jetzt gestört. Das gibt Freistoß gegen Atletico. Galeno. Evan Nilsson am Ball. Er kann es machen. Sie kommt da hinten einfach nicht raus. Ja, da ist Platz jetzt. Aber da ist die Abwehr nicht wirklich gefordert. Galeno. Mehdi Taremi. Evan Nilsson am Ball. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Mehdi Taremi. Vorwärtsdrang jetzt, da muss die Abwehr aufpassen. Wird das was? Immer noch mit dem Ball. Ganz stark. Saul. Marcos Llorente. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause. Gleich machen wir hier weiter. Von Morata haben wir schon deutlich bessere Spiele gesehen als heute. Er ist bislang extrem unauffällig in diesem Spiel, kommt gar nicht zu Abschlüssen. Alles ist hier bereit für die zweite Hälfte. Atletico will hier endlich mehr zeigen als in Durchgang 1. Aktuell liegen sie knapp hinten. Sie lauern auf den Ausgleich. Machen sie gut, lassen den Ball laufen. Wendell. Ganz energischer Einsatz. Und jetzt gucke. Am Ball Griezmann. Anspiel kommt nach hinten. Geht er rein? Guter Zweikampf. Galeno.
Varela. Schön den Ball abgeschirmt. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Gefahr ist da, kommt raus, ganz energisch. Gefahr bereinigt. Savic. Griezmann am Ball. Balleroberung. Geht jetzt was für Atletico. Könnte der Ausgleich sein. Und dann ist der Ball doch weg. Und Pepe. Setzt sich klasse durch. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Aber das war am Ende doch nicht gut gemacht. Ball ist weg. Morata. Saul. Marcos Llorente. Und klasse durchgesetzt. Schönes Zuspiel hier. Sie machen sofort Druck und dann der Ballgewinn im Angriffsdrittel. 6 Minuten haben wir hier noch. Mario Hermoso. Viel Zeit haben sie nicht mehr und sie versuchen es nochmal. Sie kommen nochmal. Wer kann... Der passt. Ausgleich. Kurz vor Schluss treffen sie hier doch noch. Eine Wahnsinns-Schlussphase. Klar, er ist frustriert. Weg ist die Führung. Jetzt muss er vielleicht mal die ein oder andere Umstellung vornehmen. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch 1 Minute obendrauf. Evan Nilsson. Wir hören den Schlusspfiff der Schiedsrichterin. Nach 90 Minuten steht es hier unentschieden.